Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich sehe eine ganze Reihe von bekannten Gesichtern und Namen, aber auch eine ganze Reihe nicht bekannter Leute, mir nicht bekannter Leute. Deswegen sage ich vielleicht ganz kurz noch mal was zu meiner Person. Werner hat ja schon gesagt, fürs Grundeinkommen bin ich schon lange unterwegs, eigentlich solange ich politisch denken kann. Und das sind jetzt schon mal 40 Jahre oder noch mehr. Und war phasenweise auch eher sporadisch, aber immerhin auch mal in der Genug für alle Arbeitsgruppe. Und dann bin ich 2008 in den Bundestag gekommen und bin mittlerweile Obmann und stellvertretender AG-Leiter unserer AG Arbeit und Soziales. Also, und in unserer AG haben die Grundeinkommensbefürworterinnen die Mehrheit, auch das als Information, da gehören so Leute dazu wie Beate Müller-Gemmecke, die schon lange dafür ist, Stefanie Effner, Corinna Rüffer, aber auch unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Andreas Audretsch zum Beispiel. So, ich habe eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und die müsstet ihr jetzt alle sehen. Thema oder Überschrift war ja Grünes Netzwerk Grundeinkommen und deswegen beschreibe ich mal als erstes, was das grüne Netzwerk Grundeinkommen ist. Das ist ein loser Zusammenschluss von Mitgliedern von Bündnis 90 Die Grünen. Da sind jetzt auch ein paar hier in dem Raum. Wir haben eine eigene Homepage, eine Facebook-Seite, Twitter, Instagram. Es gibt vor allen Dingen eine Mailingliste. Wer Interesse hat, kann sich da auf der Homepage eintragen. Es gibt ein Koordinationsteam, das unter der E-Mail-Adresse, die da steht, kontakt@grünesgrundeinkommen.de erreichbar ist. Die Claudia Lauchs ist auch Mitglied im Netzwerkrat des Netzwerks Grundeinkommen, des überparteilichen oder unparteiischen. Sabine Grützmacher ist MdB-Kollegin von mir. Daniel Feher ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt, weil er bei der Europäischen Grundeinkommensinitiative, UBI, mit in dem Koordinierungsgremium ist und Hannes Mehrer ist ein einfaches, in Anführungszeichen, Parteimitglied, der aber insbesondere an den internationalen Themen Entwicklungszusammenarbeit und ähnliches Interesse hat, was auch nochmal ein interessanter Punkt für die Grundeinkommensdebatte ist. Werner hat es eben beschrieben, ein Erfolg auch dieses grünen Netzwerks Grundeinkommen ist, dass wir es geschafft haben, in das Grundeinkommen ins Grundsatzprogramm zu bekommen, was wir so alle 20 Jahre neu machen. Das war nicht so ganz einfach. Es war auch auf dem Parteitag eine der spannendsten Abstimmungen. Also wir hatten Claudia Roth, die für unseren Antrag geredet hat, unter anderem. Die damalige Vorsitzende Annalena Baerbock hat dagegen geredet. Auch Frank Zierske hat dagegen geredet und Sven Lehmann hat noch dafür geredet. Also ein Staatssekretär, eine derzeitige Ministerin, haben dafür geredet und unser AG-Leiter für Arbeit und Soziales und jetzige Außenministerin haben dagegen geredet. Also sehr prominent. Und hier vielleicht die Absätze, es sind drei Absätze in dem Grundsatzprogramm, die sich auf Garantiesicherung beziehen und deswegen der Zusammenhang wollte ich mal kurz darstellen. Da steckt schon einiges an Grundeinkommen, Grundideen drin, also Recht auf soziale Teilhabe, Hartz IV überwinden sowieso, schützt vor Armut, ist ja ein wichtiges Grundeinkommenskriterium ohne Sanktionen. Es ist ein individuelles Recht, das ohne weitere Bedingungen für alle Menschen gilt. Dann kommt aber der Nachsatz, dessen eigene finanzielle Mittel nicht ausreichen. Also die Garantiesicherung ist kein Grundeinkommen für alle, sondern dockt eher an dem jetzigen System an, einkommensabhängig. Aber nach meinem Dafürhalten wäre es schon ein Schritt dahin gewesen. Und auch der letzte Punkt, der da unten steht, Erwerbsarbeit muss sich immer lohnen und honoriert werden, ist ja was ja auch ein, vielleicht nicht das Hauptziel eines Grundeinkommens ist, aber zumindest ein Nebeneffekt des Grundeinkommens, wenn es tatsächlich alle bekommen. Und dann kommt der Absatz, in der das Grundeinkommen drinsteht. Also Schritt für Schritt wollen wir das ins Steuersystem
integrieren und beim ganzen Prozess orientieren wir uns an der Leitidee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und diese Formulierung war, glaube ich, auch die, die dafür gesorgt hat, dass wir dann am Ende, glaube ich, es war fast eine Zweidrittelmehrheit auf dem Parteitag bekommen haben, weil es erstens deutlich macht, wir sind ein Grundsatzprogramm, wir sind einverstanden mit dem Menschenbild, was hinter dem Grundeinkommen steckt. Und das Grundeinkommen ist jetzt nicht was, was wir jetzt in den nächsten 4 Jahren mit einem großen Big Bang einführen, sondern es ist eher ein Prozess. Wie kann man sich das vorstellen? Mal anhand der 4 Kriterien des Netzwerks Grundeinkommen, da kann man sich bei jedem Kriterium vorstellen, dass das nicht auf einmal erfüllt wird, sondern dass man da auch schrittweise drangehen kann. Die Puristen würden dann sagen, hu, das ist ja gar kein Grundeinkommen, die Zwischenschritte. Aber es ist, glaube ich, wichtig, sich in die Richtung zu bewegen. Und dann ist angesprochen worden, was macht die Koalition jetzt? Bürgerinnengeld. Also da steckt ehrlicherweise nicht viel Grundeinkommen drin, auch wenn das die Union behauptet hat, was aber völliger Quatsch ist. Also es ist eine bedürftigkeitsgeprüfte Leistung nach wie vor. Es sind Verbesserungen drin, vor allen Dingen was die Arbeitsvermittlung angeht, was den Umgang der Menschen angeht. Es sind auch ein paar finanzielle Verbesserungen drin. Wer eine Weiterbildung macht, kriegt 150 Euro im Monat zusätzlich, aber der Regelsatz ist nicht erhöht, ist damit also immer noch nicht armutsfest. Es sind ein paar Dinge drin, die man vielleicht als homöopathische Dosen in Richtung Grundeinkommen interpretieren kann, also ein bisschen weniger Bedürftigkeitsprüfung durch diese Karenzzeit, ein bisschen weniger Sanktionen und die Einkommensanrechnung wird auch verbessert, aber das ist eigentlich so marginal, dass ich da nicht sagen würde, das ist wirklich ein Schritt in Richtung Grundeinkommen, aber es ist sozusagen innerhalb des Systems der Grundsicherung durchaus eine sehr positive Reform meines Erachtens. So, in der Kindergrundsicherung steckt aber viel mehr Grundeinkommen drin, also insbesondere, weil die ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden soll, nämlich automatisch. Das wird nicht ganz funktionieren, weil dieser einkommensabhängige Zusatzbetrag, der da unten steht, schon schwierig zu machen ist, dass das wirklich automatisch passiert. Aber die Idee ist, dass die Kindergrundsicherungsbehörde auf die Menschen zugeht und sagt, du hast einen Anspruch, könntest einen Anspruch haben, beantrage das mal und da muss man nicht alle Nachweise bringen, sondern das macht die Behörde für einen, also weitgehend automatisch. Und es gibt einen einkommensunabhängigen Garantiebetrag und das ist dann eigentlich schon sowas wie ein Grundeinkommen, so wie ja auch das Kindergeld schon sowas wie ein Grundeinkommen ist, alles sehr niedrig. Dieser Garantiebetrag ist jetzt höher, weil auch das Kindergeld höher ist. Aber was interessant ist, das Kindergeld kriegen ja heute die Eltern und zumindest bei Volljährigen sollen die jetzt Anspruch auf Kindergeld haben, also zum Beispiel Studierende, die sollen es direkt ausgezahlt kriegen. Das ist also ein kleines partielles Grundeinkommen, wenn man so will. Das soziokulturelle Existenzminimum soll neu berechnet werden. Dann müssen wir mal gucken, was wir da in dieser Koalition hinkriegen. Wir haben ja den Regelsatz um 20 Euro erhöht für die Kinder, was schon mal ein Schritt ist. Wie viel es darüber hinaus mehr wird, wage ich jetzt keine Prognosen, aber es steht im Koalitionsvertrag. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt im Koalitionsvertrag, das ist das Klimageld. Und da ist die Grundidee eigentlich auch schon sehr grundeinkommensähnlich, nämlich die zusätzlichen Einnahmen aus dem CO2-Preis sollen in einen Topf und dann pro Kopf ausgezahlt werden. Ist allerdings ein sehr, sehr kleines Mini-Grundeinkommen, weil da kommt dann ein dreistelliger Betrag pro Jahr heraus. Aber technisch ist das spannend, weil bisher ist so eine Auszahlung an alle gar nicht möglich. Und wir haben jetzt Ende des letzten Jahres beschlossen, dass es so einen Auszahlungsweg geben soll. Umsetzen muss es das Finanzministerium. Mal gucken, wie lange das dauert. Schätzungen gehen zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. Wir werden aber Druck machen, dass das passiert und dann könnte ein Grundeinkommen ausgezahlt werden. Ich habe schon mal einen Kommentar von jemandem gehört, der gesagt hat, eigentlich interessant, dass ausgerechnet das Finanzministerium ist, was den größten Schritt in Richtung Grundeinkommen macht in dieser Koalition. Also ein bisschen was passiert, aber noch nicht so viel. Aber es gibt ein paar Andockpunkte und natürlich ist Grundeinkommen ein längerer Prozess. Deswegen denken wir das über die Legislaturperiode
hinaus und ein Hinweis, gibt ja unterschiedliche Varianten eines Grundeinkommens. Entweder man zahlt es tatsächlich an alle aus oder diese sogenannte negative Einkommensteuer. Oder drittens, interessanter Vorschlag von Michael Opielka, Grundeinkommensversicherung, Sozialversicherung zu Bürgerinnenversicherung machen mit integriertem Grundeinkommen. Und auch die Genug für alle AG setzt sich ja nicht nur fürs Grundeinkommen ein, sondern auch für Bürgerversicherung. Also das ist auch nochmal eine spannende Kombination und überhaupt keine alternative Sozialversicherung und Grundeinkommen nach meinem Dafürhalten. Und da gibt es ein paar Punkte, wo man dran ansetzen kann. Im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel ein Passus zur sogenannten Grenzbelastung, wo halt für Menschen, die 1.000 Euro bis 2.000 Euro beziehen, geguckt wird, dass bei denen die Grenzbelastung, die ja heute 100% und mehr beträgt, also wenn man mehr Einkommen hat, hat man am Ende weniger oder nicht mehr davon, sich anguckt, auch da Wohngeld, aber auch die neue Kindergrundsicherung, das jetzt beschlossene Bürgergeld. Und nach meinem Dafürhalten wäre das eigentlich am besten durch eine negative Einkommensteuer zu machen, ist auf jeden Fall was, was ich in die Diskussion einbringen will. Das Interessante ist, dass ja sowohl die Grünen dafür offen sind, ich habe ja den Passus aus dem Grundsatzprogramm vorgelesen, als auch die FDP. An der Stelle wird also die SPD vermutlich eher ablocken. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es kommt, diese Legislaturperiode, aber es ist natürlich ein guter Andockpunkt auch für öffentliche Debatten dazu, auch für die Grundeinkommensbewegung, auch wenn es noch nicht so richtig Grundeinkommen ist, negative Einkommensteuer, insbesondere wenn es nicht für alle ist, ist ja auch kein Grundeinkommen, wäre aber ein Schritt. Zweiter Punkt, auch ein Andockpunkt im Koalitionsvertrag zur Kindergrundsicherung. Da steht nämlich drin, dass dieser Garantiebetrag, von dem ich eben erzählt habe, perspektivisch so hoch sein soll, dass er so hoch ist, dass die Ersparnis durch die Einkommensteuer damit abgedeckt ist. Diejenigen, die da näher drin sind, wissen, dass halt für Kinder die Reicheren mehr Geld kriegen als Leute mit mittlerem Einkommen, weil die Ersparnis durch die Kinderfreibeträge so hoch ist und sogar mit höherem Einkommen noch ansteigt. Dazu müsste dieser Garantiebetrag für die Kindergrundsicherung 350 Euro ungefähr betragen. Da werden wir nicht hinkommen, deswegen perspektivisches Ziel. Aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt, sondern der zentrale Punkt ist, warum eigentlich nur für Kinder? Warum macht man so eine Idee nicht auch für Erwachsene? Und da ist man dann bei einem ganz spannenden Vorschlag. Ich finde ganz spannenden Vorschlag, der sich Basisgeld nennt. Das ist ein partielles Grundeinkommen, also ein Teilgrundeinkommen in Höhe des Regelsatzes. Vorschlag von Alexander Sperrmann. Und das ist was, wo wir uns in dem Netzwerk Grundeinkommen auch auseinandersetzen, wo es eine Arbeitsgruppe zu gibt. Und wir werden versuchen, das vielleicht ins Wahlprogramm zu bekommen als eine Idee. Last but not least, Grundrente, Garantierente. Das ist ein Punkt, der in dieser Koalition überhaupt keine Rolle spielt. Leider. Interessant war, dass diese Grundrente, die jetzt eingeführt worden ist, die ja keine echte Grundrente ist, deswegen in Anführungszeichen, ja von der SPD stammt als Idee. Und zwar hat auch Hubertus Heil das immer formuliert, dass die ohne Bedürftigkeitsprüfung sein sollte. Aha, ne, Kriterium eines Grundeinkommens. Kein echtes Grundeinkommen, die Hürden sind viel zu hoch. Außerdem in der Praxis war es jetzt dann doch nicht ohne Bedürftigkeitsprüfung, sondern mit einer extrem komplizierten Einkommens- und Vermögensprüfung, aber immerhin automatisch ausgezahlt. Und ich glaube, wir brauchen innerhalb der Grünen, aber auch gesamtgesellschaftlich eine Debatte dazu, wie man das entweder weiterentwickeln kann oder Alternativen dazu, steuerfinanzierte Grundrente, also als Sozialdividende oder die Idee Grundeinkommensversicherung für die Rente, ne, Bürgerinnenversicherung und Garantierente. Das war der grüne Ansatzpunkt dabei. Im Wahlprogramm haben wir, wie gesagt, nichts hingekriegt in dieser Legislaturperiode, ist aber ein Muss für die nächste, weil die Altersarmut steigt in Deutschland an. Also nochmal zusammengefasst als Agenda, Punkte in Richtung Grundeinkommen, Punkte, mit denen sich das Netzwerk Grundeinkommen bei den Grünen
befasst. Und beim Bürgerinnengeld steht natürlich nach wie vor an, Neuberechnung Regelsätze. Da kommen wir mit der FDP nicht so weit. Und die SPD ist da auch eine, die man zum Jagen treiben muss. Dann gibt es noch die Baustelle, das Bürgergeld ist ja nur für Erwerbsfähige, also von 18 bis 65. Und für die Alten müsste man noch was überlegen, dass die auch ein echtes Bürgergeld kriegen, zumindest eine vernünftige Grundsicherung. Die gibt es ja schon, ist aber nicht so gut wie das Bürgergeld. Und Studierende sind ausgeschlossen. Also eigentlich bräuchte es ein einheitliches System für alle. Und Abschaffung der Sanktionen steht natürlich bei uns auch auf der Agenda, wobei sich durch die Debatte eigentlich meine Position, die ich vor langem schon mal geäußert habe, bestätigt hat. Abschaffung der Sanktionen kriegt man nicht innerhalb des Systems, sondern das schafft man tatsächlich nur durch ein echtes Grundeinkommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.